Hallo, Andreas Giermeier von Lernen der Zukunft spricht hier. Der eigene Strich von Frank Plein ist heute, was ich Ihnen liebend gerne vorstelle. Nämlich ein ganz schönes Buch, in dem es um die Entwicklung der eigenen Zeichen und Technik und der Stilbildung geht. Und der liebe Herr Plein hat sich da vorgenommen, einen unbedarften, noch nicht Zeichner bzw. Anfängerzeichner mit seiner Riesenerfahrung, die er offensichtlich hat, durch den Prozess zu führen, motivierend tätig zu sein, dich einfach dir zu helfen, loszulassen von diesem, ich zweifle, ich kann ja nicht, es geht ja nicht, dahin da, zu lernen und zu lernen, okay, ich kann es jetzt nicht, ja, und ich kann es jetzt lernen. Denn das Wichtigste ist tatsächlich nicht, dass wir sofort die perfekten Zeichner sind, sondern dass wir erkennen, dass wir das lernen können, was wir noch nicht können. Und da hat er eben ganz wichtige Zitate auch mit drin. Denn es geht ja einfach darum, wenn wir etwas noch nicht können, müssen wir nicht die Welt neu erfinden. Es gibt Leute, die das vorgemacht haben und von denen können wir es lernen. Bei denen können wir, die können wir imitieren, die können wir kopieren. Einfach mal, um die Fähigkeiten zu erlangen. Es ist eben nicht wichtig, wo du deine Idee hernimmst. Wichtig ist, wo du diese Idee dann hinführst. Und es ist eben nicht stehlen, was wir da machen, sondern was wir da machen, ist lernen und in unserer Art und Weise das zu interpretieren. Hat mir sehr gut gefallen daher. Und den Lernprozess hat er jetzt da, was ist denn Lernen überhaupt, dargestellt. Und zwar, nicht die Besten werden Erfolg haben, sondern die, die am meisten aus ihren Möglichkeiten machen. Also Potenzial und Potential, das ist einfach im Mittelpunkt dieses schönen, schönen Buches. Und der Lernprozess, der eigentliche Lernprozess, jetzt nicht nur beim Zeichnen lernen, sondern ganz generell. Da geht es aber darum, als erster kommt man drauf. Ah, okay, damn, ich kann das noch nicht. Ich kann es nicht. Dann der zweite Schritt im Lernprozess ist Konzentration und Mühe reinsetzen. Bei Erikson heißt es dann Intentional Learning, ja. Und der dritte Schritt, ja, wenn wir ganz viel fleißig geübt haben mit der richtigen Methode, dann stellen wir fest, yeah, damn, ich kann's endlich, cool. Und ja, und in die Richtung können Sie, kann ich, kann ein jeder hinkommen, mit der Voraussetzung, dass wir uns die Arbeit antun, dass wir sagen, das ist es uns wert. In diesem Buch finden Sie vieles, 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 die ganze Kunstgeschichte ist noch mit drinnen. Also wirklich, der Herr Plein hat uns da ein echt schönes Lernbuch zum Zeichnen an die Hand gegeben und von mir eine ganz große Empfehlung. Sie werden viel lernen, Sie werden sich erfreuen können schöner Zeichnungen, zuerst nur im Buch und früher oder später auch der eigenen Zeichnungen. Alles Liebe, Ihr Andreas Giermeier, lernendertzukunft.com.